Hallo Ashen Ones, willkommen zurück bei einer weiteren Folge Dark Souls 3, meinem Pyromancer Run. Ich bin jetzt hier, wie ihr sehen könnt, nicht in Sullivans Boss Arena und auch nicht im Kerker von Irithyll, sondern ich bin hier wieder in der Untoten Siedlung und zwar habe ich jetzt einen kleinen Level Up gemacht und dabei nochmal Ceres getroffen im Feuerbahnschrein. Und da wollte ich jetzt mal gucken, ob ich der nochmal im Kampf beistehen kann gegen ihren Großvater, weil das habe ich ja in meinem Zauberer-Run letztes Mal irgendwie verpennt. Halt, falscher Ausgang. Weil ich da bei dem fluchverderbten Großholz unten in der Boss-Arena gesucht habe und nicht oben. Wir haben ja, wie wir diese Bestie von Sullivan da auf der Brücke am Anfang vom Irithyll erledigt haben, Ceres geholfen. Und dann müssten wir hier, oder auch nicht, eigentlich Rufzeichen sehen. Oder ich habe wieder irgendwie was vergessen. Muss ich da erst irgendwie noch einen Boss besiegen oder noch irgendwas tun? Weil hier müsste jetzt normalerweise ihr Rufzeichen. Oder habe ich den schon besiegt da unten? Ich kann mich jetzt gar nicht mehr ganz erinnern. Vielleicht sollte ich mein eigenes Let's Play jetzt nochmal gucken. Okay, weil ich ja so viele verschiedene Sachen im Moment ausprobiere, habe ich jetzt vergessen, ob wir da was gemacht haben oder nicht. Okay. Egal. Ich gehe jetzt nochmal in den Feuerbahnschrein zurück. Guck nochmal, ob ich mit noch jemanden irgendwie quatschen muss. Und ich habe mich jetzt dafür entschieden, erstmal den Jorm zu machen. Oder jetzt muss ich mal gucken, nicht, dass ich hier wieder dann irgendwie eine irgendeine Questline. Nee, ich sollte den Aldred zuerst machen. Ja, bis was das Jorm. Ach, den Jorm hätte ich vor dem Sullivan machen müssen, sollen, laut meiner Liste. Okay, also machen wir jetzt den Jorm. Hier noch irgendjemand, mit dem wir reden müssen? Sieht nicht so aus. Eigentlich sollte ich so ein Let's Play immer sukzessive nacheinander spielen, weil ich keine Ahnung hatte. Kann ich doch nicht empfachen. Schade eigentlich. Weil ich immer vergessen habe, was ich schon gemacht habe und was ich noch machen muss. Okay, wir haben jetzt gesagt, Njorm machen wir jetzt als nächstes. Da gehen wir jetzt in den Kerker von Irithyll und da wollen wir aber zuerst nochmal Karla befreien. Von der will ich eigentlich auch nichts mehr kaufen, aber um hier ein bisschen noch was zu tun, befreie ich da die Karla mal. Ach, jetzt ist der Hund angefallen. Das ist immer blöd. Diese Wächter hier in dem Irithyll-Kerker, die schleudert das immer so zurück, wenn man hier mit der großen Chaosfeuerkugel die trifft, dass dieser Lavasee, den man da mit auslöst, den überhaupt nichts mehr ausmacht. Deswegen empfehlen die Pyromancer-Spieler auch immer hier die große Verbrennung. Aber mit der bin ich irgendwie nicht so... Naja, habe ich noch nicht so ausprobiert und habe keine so große Erfahrung damit. Na komm schon raus hier. Hallo? Willst du nicht? Okay. Aber ich probiere das jetzt einfach mal.
Bereich, also analysieren. Okay, aber ich brauche da dreimal. Das geht natürlich für Einzelne, aber wenn ich dann hier so die ganze Gruppe niedermachen muss, ist das schon heftig. Okay. Und der Mana-Verbrauch hier ist auch nicht gerade zu vernachlässigen. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, wo ich eigentlich hin muss. Okay. Gott. Nee, hier wollte ich nicht rein. Doch, oder? Doch, hier wollte ich rein. Oh Gott. Ich bin schon völlig verwirrt. Okay, hier weiter. Ja, da hinten holen wir uns jetzt nochmal einen Schlüssel. Hier. Weiß gar nicht, ob ich den eigentlich brauche, weil ich jetzt hier gleich runterspringe. Ich mache mal hier den Shortcut auf. Sicher ist sicher. Ich sterbe ja bei den lustigsten Gelegenheiten hier. Den Fahrstuhl kriegen wir jetzt noch nicht. Richtig? Nee. Ja, habe ich mir doch gedacht, dass der mich noch erwischt hier. Aber das ist mir jetzt egal. So. Hier unten sind noch ein paar Typen unterwegs, aber die ignoriere ich jetzt auch mal. Laufe da durch. Eine Kiste, da ist übrigens eine Estoscherbe drin. Aber ich brauche ja keine mehr. So, und da unten sind nur noch ein paar Wächter. Wo der Riese da davor steht, da sitzt der gute Siegwart im Kerker und den müssen wir ja dann auch noch befreien. Da muss ich mich hier aber erstmal durchkämpfen. Der Riese würde natürlich wahrscheinlich auch viele Seelen geben. Hm. Was soll ich mir den da antun? Der ist nämlich mit den vielen Ratten schon ziemlich nervig hier. Aber hier könnte man noch einen Shortcut freischalten. Ach was. Also gegen die Ratten ist diese Chaosfeuerkugel richtig gut. So, und um den Siegwart und die Carla zu befreien, brauche ich natürlich erstmal diesen Schlüssel. Da oben stehen zwei Kisten, in einer ist ein Ring, in der andere auch nochmal ein Schlüssel, wo man hier ein paar Zellen öffnen kann. Dann hüpfen aber diese Fluchfrösche da vom... von der Decke irgendwie. Und die brauche ich jetzt auch nicht unbedingt, weil den Schlüssel zu Carlas Zelle und der Zelle von Siegwart, den gibt es ja wo ganz woanders. So. Jetzt warte ich hier erstmal ein bisschen eine Lücke ab. Hier gibt es auch noch alles Mögliche zu looten, unter anderem auch Kohle für den Schmied und ich meine auch noch eine Asche. Oder nur eine Asche.
mal rein. Die sind auch etwas nervig hier, die. Oh, achso, ich hab. Meine Chaoswolke nicht ausgerüstet. Wieso habe ich den jetzt nicht getroffen? War da irgendwas im Weg? Manche von denen sind ja irgendwie festgebunden und die kommen einem dann nicht nach. Hm. Kann ich gar nicht anvisieren. Okay. Ah, doch eine Kohle. Geben wir ihnen ein bisschen Seelen. Wenn ich jetzt hier aufmache, dann bemerken die mich und rennen hier alle her, oder? Hm. Warten mal, bis die vorbeigelaufen sind. Weil die können nämlich ganz schön schnell hinter einem herlaufen. Vermutet man gar nicht. Hier vom Staub. Aus dem Staub. So, und zwar bin ich ja auf einer Mission. Ich muss ja den Schlüssel holen, um den guten Siegfahrer zu befreien. So, hier wartet schon irgendwie ein Gargoyle drauf, mich zu überfallen. Da hinten sitzt er, aber durch beherztes Rennen kann der mir auch nichts tun. So. Jetzt haben wir es immerhin schon mal hier reingeschafft. Leiter. Denn ich muss den Siegwart nämlich befreien, bevor ich den Jorm angehe. Weil nicht, dass der mir verschwindet, weil von dem kriege ich ja eine Titanitscholle. Falscher Weg. Ja, wo ich eigentlich lang muss. So, hier nicht lang, aber da hinten lang. Mal wieder neue Ausrüsten. Hier unten liegt übrigens auch ein Ring ab dem NG3+. NG+3. Bisschen versteckt hier um die Ecke. Weiß zwar nicht mehr, was für einer. Zauberstempel hat Ring plus 2. Okay. Ups. Ich muss ja zugeben, ich habe dann am Schluss mit einer Liste gearbeitet, wo ich die ganzen Ringe gesammelt habe, weil das kann man sich einfach nicht alles merken und diese ganzen Gegenden hier abzusammeln, das ist wirklich mühsam. Und manche sind so versteckt, kommt ja keine Sau drauf, wo die sind. So. Noch mitnehmen. Weil er so gerade am Weg liegt. Wieso laufe ich eigentlich hier lang? Weiß auch wieder keiner. Wahrscheinlich habe ich wieder den Überblick verloren, wo ich eigentlich bin. So. Und dann haben sie gesagt, man soll die abschießen, so mit... Ups. Ja, ich wieder, gell?
Mir darf ja auch keiner zugucken. Ich habe das immer noch nicht raus, wo ich da genau hingucken muss. So weit treffe ich ja gar nicht. Doch. Kaum habe ich 10 Versuche, schon treffe ich mal was. Da stehe ich wieder falsch, weil die Feuerbälle und auch die Magie geht eh immer so ein bisschen nach links. Na, jetzt habe ich wieder keinen. Ach, wisst ihr was? Ist mir jetzt scheißegal. Ich hüpfe jetzt hier runter. Die erwischen einen ja normalerweise sowieso nicht, wenn man schnell genug hier durchläuft. So. Jetzt hier runter. Da muss ich natürlich den NPC da oben noch. Das ist auch so ein Viech hier. Da gibt es ja noch mehr da im Stockwerk drunter. Die lasse ich normalerweise immer aus. Weil ich glaube, da gibt es auch nichts Tolles zu looten. Weil wenn ich hier zum Siegwart runterlaufe, dann hab ich mich schon gesehen. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Nein, nein, nein. Also mit einem Schwert ist der eigentlich ganz easy. Da habe ich mir schon fast gedacht. Dann gehe ich jetzt hier nochmal rum und mache das auf die heimliche Art. Der hält nicht viel aus, ist aber recht flink. Aber wenn man sich vorsichtig an den anschleicht. Hier sind, glaube ich, hier noch ein paar Pfeile, wenn mich nicht alles täuscht. Giftpfeile, genau. Dann ist er eigentlich relativ schnell zu besiegen. Muss man halt nur wirklich schnell machen. Und mit dem Schwert ist es eigentlich überhaupt kein Thema. So, weiter geht's. Den Schlüssel holen. Hier sind jetzt diese unsichtbaren Wächter. Wenn man hier übrigens hochläuft, die tun erstmal nichts. Die tun einem nur dann was, wenn man hier wieder runtergelaufen kommt. Ich könnte mich natürlich mit einem Heimatknochen da wieder rausbeamen, aber ich will ja wieder zurück, weil ich ja den Siegwart noch... befreien will. Deswegen erledige ich die lieber gleich. Also ich hätte jetzt mit dem Siegwart da sprechen können bei dem Riesen. Aber muss man nicht unbedingt machen. Also muss ich da nicht unbedingt in Gefahr begeben. Also hier waren wir ja eben. Da oben. Weiß gar nicht, ist der Riese eigentlich... nee, das probiere ich lieber nicht aus. Nö, 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 nö. Lieber auf Nummer sicher gehen. Vielleicht komme ich irgendwann nochmal zurück, um die Seelen hier einzuheimsen. Wenn mir da noch ein paar fehlen zu einem Level-Up. Ich weiß allerdings im Moment gar nicht, was ich hier aufleveln sollte. Ja, super. Daneben gesprungen. Ich glaube, so Ausdauer ist nie schlecht. Ich habe doch jetzt den Schlüssel geholt. Oder war der jetzt nur für die Carla? Ah, dann war das der in der Kiste. Ach, nee. Ach, Mensch. Da muss ich ja doch zurück. Muss ich ja doch zu dieser blöden Kiste da hoch. Darf ja wohl nicht wahr sein. Okay, gut.
Das war ja jetzt wieder der Vorführeffekt. So von wegen, ich kenne mich hier super aus. Jetzt bin ich aber gerade am Überlegen. Laufe ich jetzt hier durch? Ja, okay. Gut. Gehe ich jetzt hier wieder zurück. Ihr seht, ich war mit meinem Charakter auch schon in dem DLC. Gemalte Welt von Ariandel. Komm du mal hier vorgelaufen. So, diesmal weg. Hier kann ich doch irgendwas aufsperren. Genau. Nachdem ich jetzt schon diesen blöden Schlüssel habe. Ach, und dann finde ich eine rostige Goldmütze da dran. Na toll. Das hat sich ja auch wieder voll gelohnt. Aber ich habe jetzt den Schlüssel des Ausbrechers mitgenommen. Da kann ich ja dann hier hinten raus. Genau. Ey, so viele Schlüssel. Wer soll sich das merken? Mann, ich bin alt. Ich kann mir nichts mehr merken. So. Ring für die Zauberer unter euch. So, muss hier alles zurücklaufen. Das ist ja jetzt echt doof. Hier wieder runter. Wieder an diesen zig Ratten vorbei. Ist ja super. Aber was man nicht im Kopf hat... Gehen wir mal hoch zu dem Schlüssel. Ich glaube, wenn man, also in der linken Schachtel hier, das ist übrigens eine Mimik, wenn man da den Schlüssel rausholt, dann, den Ring ist da glaube ich drin, dann kommen diese Fluchfrösche da nicht von oben, aber sobald man hier diese Truhe öffnet, sind die anscheinend... Genau. Haben die da getriggert. Das ist irgendwie... ziemlich doof. So. Das Ganze ein bisschen abzukürzen, gehe ich jetzt wieder in die gottlose Hauptstadt. Das ist ja doof. Habe ich extra gedacht, ich brauche den Schlüssel nicht, weil der ja eh bloß hier ein paar Zellen, Türen öffnet. Aber dann war das auch noch die Zelle vom Siegwart. Super. Okay. Weg wieder zurück. Mei, oh mei, oh mei. Aber dafür kriegen wir ja halt die Titanitscholle. Nicht, dass ich die jetzt unbedingt brauchen würde. Ich habe ja immer noch welche, aber vielleicht bastel ich mir hier meinen Charakter ja doch noch mal um zu irgendwas anderem. Oder hol mir noch eine super tolle Waffe. Obwohl ich bis jetzt noch nichts gefunden habe, wo ich sagen könnte, das ist die ultimative Waffe, mit der ich da
mich durchs ganze Spiel kämpfen würde. So als Pyromant oder Zauberer ist eigentlich immer noch das Breitschwert hier das, was ich ganz gerne verwende, was man ziemlich am Anfang vom Spiel spielt, findet. So, jetzt aber. Ah, you are a saint. Once again, you are my Isigfred of Katarina. Express my deepest take this. A token of my thanks. Ah, no, please. I've my and a duty. Genau, der redet jetzt von seiner Pflicht und das ist quasi dem Jorm an den Kragen zu gehen. Hier kriegen wir noch goldene Schlangenring. Und ich würde sagen, das machen wir dann jetzt aber in der nächsten Folge. Da werden wir mit dem Siegwart zusammen uns den Jorm vorknüpfen. Der ist ja nicht allzu schwer. Ich werde hier auch nicht mit Pyromantie vorgehen, sondern ganz klassisch mit dem Sturmherrscherschwert. Weil, ja, dazu müsste ich jetzt erstmal den Bosskampf in- und auswendig kennen. Manche machen das ja hier mit Magie oder mit dunkler Pyromantie. Aber ich mache mir das Leben hier in dem Spiel ja nicht noch schwerer, als es sowieso schon ist. Deswegen nehme ich da ganz normal den Sturmherrscher. Okay, wir sehen uns dann in der nächsten Folge und bis dahin, ciao, ciao!